Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Emergency 20 bzw. Emergency 5. Wir spielen wieder die Lüdenscheid-Modifikation, sind hier auf der Brandstättkarte Atemschutzlogik aktiv und auf der Brandausbreitungsstufe Feuerwehrmann, genau. Wir haben hier eben gerade schon den ersten Einsatz reinbekommen, Heimrauchmelder. Da fahren wir direkt mal hin, das ist in der Nähe. Oder beziehungsweise es ist dort, wo wir in der letzten Folge einen Brand hatten. Ich nehme diese Folge direkt im Anschluss von der letzten Folge auf. Und da hatte hier das Waldstück gebrannt. Das war dann die Situation, dass wir hier versucht haben, das Haus vor den Flammen zu schützen. Und jetzt haben wir da einen Heimrauchmelder. Gut, mal schauen, was jetzt da wirklich Sache ist. Wir fahren mit dem KDOW hier rüber. HLF mal hier. DLK, ja, vielleicht einfach mal dahinter. Und ein weiteres LF würde ich hier unten hinschicken, weil wir hatten ja, das ist das gleiche wieder an dieselbe Position geschickt. Wir hatten in der letzten Folge gesehen, hier unten das Gebiet brennt sehr gut und gerne. Haben wir festgestellt. Falls das Haus brennt, tun wir dann direkt, oh, es brennt tatsächlich. Dann ist wahrscheinlich doch bei dem Brand letztes Mal ein Funken irgendwie unter das Dach geflogen und jetzt hat sich da irgendwas entzündet. Ja, super. Gut, dann müssen wir natürlich hier nochmal ein bisschen mehr wieder auffahren. Wir hatten hier in der letzten Folge so ein bisschen Probleme mit der Wasserversorgung. Da musste ich da auch die Werkfeuerwehr hinschicken. Die fällt jetzt auch wieder in die gleiche Position. Wollte gerade sagen, warum brennt der Baum da drüben? Aber es hat sich jetzt schon wieder ausgebreitet. Krass. Krass, 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 krass. Also hier brauchen wir auf jeden Fall mehr Fahrzeuge. Da steigt auch schon wieder Rauch auf. Ich würde auf jeden Fall auch nochmal hier Fahrzeuge hinschicken. Oder nochmal ein Fahrzeug. Wir kommen da unten normalerweise dran. Wir schicken hier vorne auch nochmal eins hin. Gestürzte Person haben wir reinbekommen. Schicken wir also den Rettungswagen gerade mal dorthin. Also ich höre den KDOW schon. Ich sehe ihn nur nicht. Ah, da ist er. Ja, ich glaube, das mit der Brandmeldeanlage bzw. mit dem Heimrauchmelder brauchen wir nicht mehr abchecken. Er will trotzdem abchecken. Gut, dann soll er mal gucken gehen, ob es wirklich brennt. Ich bin mir da nicht so hundertprozentig sicher. Brennt das hier? Ich weiß ja nicht. Gut, wir lassen ihn trotzdem abchecken. Ich weiß nicht, was da jetzt passiert. Vielleicht guckt er nach, ob da irgendwie... Ah nee, er hat einfach nur den Heimrauchmelder ausgemacht. Held des Tages. Gut, er muss dann später nochmal reinrennen und gucken. Ich hatte es nur gerade verwundert, dass das Symbol angezeigt wurde. Normalerweise müssten wir auch Gerätewagen Atemschutz dann noch alarmieren. Und ich gucke jetzt erstmal, dass ich den Verteiler so setze, dass wir die Flammen ein bisschen abfangen können. Das Haus können wir eh nicht mehr retten. Hydrant hätten wir dort. Ups. Da wollte ich jetzt eigentlich gar nicht hin, aber egal. Hier sind wir auch schon mal am Einsatzort angekommen. Und ja, hier brennt auch schon das Feld und oha, große Flammen. Große Flammen. Machen wir es wie in der letzten Folge. Schicken wir hier auch nochmal ein Fahrzeug hin. Jo, Gerätewagen, Atemschutz muss ich halt immer noch alarmieren. Darf ich nicht vergessen, sonst kippen mir die Leute wieder um. Beziehungsweise muss halt die Verantwortung auf den Maschinisten übertragen, dann geht es schon irgendwie. Werkfeuerwehr ist diesmal auch ziemlich schnell da. Und wir gucken jetzt erstmal nach dem Gerätewagen, Atemschutz. Den hatten wir bei der Berufsfeuerwehrwache 2. Da ist er. Können wir dann auch hier an die Tanke stellen. Die DLK könnte auch schon mal anfangen zu löschen. Die ist schon angeschlossen. Da auch nochmal ein paar mehr Leute dran schicken. Ansonsten weitere Fahrzeuge lassen auf sich warten. So, die sind auf jeden Fall schon mal angeschlossen. Dann gehen wir wieder an den Hydrant hier unten dran. Alles wie in der letzten Folge. Können auch hier, die können wir dem Verteiler noch so ein bisschen nachhelfen. Ich würde die hier gern so ein bisschen verteilen. Einen vielleicht mal hier hinschicken. Die anderen zwei von mir ist dort, das passt schon. Die DLK ist da am Baum ablöschen. Hier haben wir ein weiteres Fahrzeug. Mittleres Löschfahrzeug steht auch hier drüben an der Straße. Können wir also gleich uns mal so ein bisschen um das Feld kümmern. Ja, wieder schön schräg geparkt. Ich hab's irgendwie heute drauf mit dem Fahrzeug parken. So, Katastrophenschutz kommt auch. Ist auch wieder da.
Die kennen den Ort ja auch nur zu gut. Die waren ja auch da bei der letzten Folge oder in der letzten Folge. Ja, Herr Tyler, ich setz dich mal dorthin, weil ich glaube, das Feld hier, wenn es so geil brennt, das werden wir dann erst da hinten irgendwo abfangen können wahrscheinlich. Das sind halt enorm hohe Flammen. Sieht schon ein bisschen krass aus. Aber nur ein bisschen. Naja. Ich hätte halt nur gern von hier irgendwie so ein Foto. Dass man auch die hohen Flammen sieht. Aber ich finde die Fahrzeugposition nicht ganz so super. Jetzt Fahrzeug gern irgendwie ein bisschen anders auf dem Bild drauf. So kann man ein bisschen die hohen Flammen im Hintergrund erahnen, aber das ist zu nah am Fahrzeug dran. Naja, gut. Ich kümmere mich mal wieder um den Einsatz, würde ich fast sagen. So. Aber das sieht cool aus mit diesen hohen Flammen. Aber ja, das frisst sich durch das Feld durch. Das heißt, wir müssen uns hier drüben ein bisschen positionieren, dass wir da die Flammen vielleicht abfangen können. Ich würde auch nochmal den Abrollbehälter-Atemschutz hierher rufen, weil wir hier hinten ja auch Fahrzeuge stehen haben. Und dann vielleicht auch mal die Fahrzeuge hier aufbauen. Und das mal aktivieren. Gut. Also Verteiler gerade mal dorthin. Haben wir noch einen Hydranten, einen ungenutzten? Da sind wir schon einmal dran. Gut, da gehen wir da trotzdem einmal dran. Und vielleicht einmal noch an einen anderen. Den zum Beispiel. Hier können nochmal ein paar Leute dran. Also hier hinten, das sieht ganz gut aus. Ich glaube, die brauchen wir da nicht unbedingt. Ich mache mir mehr Sorgen um das hier. Dann sollen die nochmal umparken, weil hier drüben, das haben wir eigentlich, glaube ich, im Griff soweit. Aber halt, wie gesagt, auf der anderen Seite hier drüben, das frisst sich einmal durch das Feld durch. Und ich wollte eigentlich, dass sich einer von denen mal dorthin stellt, damit wir das andere Haus da ein bisschen schützen können. Oder den Stall oder was auch immer das ist. Ah ne, ist nur so eine... Okay, da ist nur ein bisschen was gelagert. Da ist was gelagert, was aber sehr gut brennt. Strohballen brennen sehr, sehr gut. Alles schon erlebt. So. Übertensive Krise. Ich schicke wieder nur einen Rettungswagen raus im Gedanken. Nee, wir brauchen hier auch noch einen NEF. Parken wir beides einfach mal da auf der Straße. Der nimmt jetzt den Patient auf. Okay, das Haus ist gelöscht, was angefangen hatte zu brennen. Und das Feld nehmen wir gerade von allen Seiten unter Beschuss. Also ich glaube, wir haben es unter Kontrolle. Aber krass, wie viele Fahrzeuge wir wieder gebraucht haben. Das Gute war nur, ich hatte diesmal schon mit so einer Ausbreitung gerechnet. Und deswegen hatte ich... Ja, ein paar mehr Fahrzeuge mal hierher alarmiert. Aber ich würde sagen, ich kann das eine oder andere wieder abalarmieren. Wie zum Beispiel hier, Abrollbehälter Atemschutz, Feuer ist aus. Ich werde wahrscheinlich auch gleich die Polizei hier noch brauchen. Habe ich jetzt noch nicht losgeschickt. Ups, der Klick wurde nicht akzeptiert. Nochmal neu. So. Genau, jetzt kann die Tür zugemacht werden von der Polizei. Alles klar. Ja, super. Es wurde kein weiteres Haus in Mitleidenschaft gezogen. Das hat nicht gebrannt. Auch wenn es außenrum gebrannt hatte, das hat nicht gebrannt. Das war das Einzigste. Das konnten wir ja auch retten. Die Lagerhalle. Das hier auch. Ja, die Wiese hat ein bisschen gelitten, aber krass hohe Flammen. So, gebrochenes Bein schließe ich mal ab. Haben wir gerade den Rettungswagen weggeschickt. Hypertensive Krise habe ich gerade den Notarzt dran geschickt. Das heißt, da können wir jetzt einfach kurz abwarten, bis der fertig ist damit. Und hier warten wir halt noch auf die Polizei. Ich könnte die aber eigentlich mal so umpositionieren, dass die einfach schon mal hier hinfahren. Brauchen sie nicht so weit laufen. Ich weiß aber nicht, von wo die angefahren kommen, weil die brauchen voll lange. Oh.
Die müssen einfach außen rumgucken noch. Okay. Hat man wieder so viele Streifenwagen auf der Straße, aber dann fährt wieder nirgendwo ein Streifenwagen rum, wo man braucht. Alle nur immer geballt in irgendwelchen Orten, wo man es am wenigsten braucht, gefühlt. Zum Beispiel, die fahren die ganze Zeit über die Hauptstraße, wenn man hier so guckt. Hier einmal die Hauptstraße, die hier mitten durchführt. Da ist einer, da ist einer, da ist einer. Da hinten ist einer. Aber hier außenrum irgendwo, hier in dem Eck, wo keine Wache ist oder so, fährt kein einziger rum. Ist da einer gerade über die Wiese gefahren? Ja, der hier ist voller Übertreiben. Der kennt den Weg. Aber der fährt wenigstens mal hier oben rum. Aber da wäre auch eine Polizeiwache. Naja. Das wäre cool, wenn man den irgendwie noch so einteilen könnte. Ja, du fährst jetzt nur auf der Autobahn die ganze Zeit hin und her. Oder du fährst jetzt nur im nördlichen Teil, der andere nur im Süden, der andere nur im Osten, Westen und so weiter. Wäre auch noch ganz cool. Dann könnte man sich selber so einteilen, wo Streife gefahren werden soll, hauptsächlich. Au. B2 Gebäudebrand. Ich spüre es jetzt schon in den Knochen. Das wird eine Folge, wo die Feuerwehr viel zu tun hat. So, HLF, DLK, mittleres Löschfahrzeug. Das wird nicht reichen, oder wird es reichen? Ich glaube nicht. Wir nehmen nochmal B2 dazu. Und das stellen wir in die Gasse hier. So. Eddie, gebrochener Arm. Bin ich in der Nähe von der Feuerwache? Oh ja, bin ich. Aber hier kann halt nicht ganz so viel brennen, weil da ist nicht mal ein Grashalm. Also das sind nur die Häuser hier. Und die Feuerwehr ist schon vor Ort. Verdammt, war das schnell. Die werden bei dem anderen Einsatz gewesen sein. Das sind die Truppen wahrscheinlich. Deswegen sind die so schnell da gerade. Ja, habe ich nichts dagegen. Dann kriegen wir das vielleicht oder hoffentlich schnell unter Kontrolle. Was ich hier noch gerne hätte, wäre die Polizei, die wieder wahrscheinlich stundenlang anfahren muss. Hier haben wir noch einen gebrochenen Arm. Kann es sein, dass... Wir hatten in der letzten Folge hier schon einen Einsatz. Jetzt hatten wir nochmal einen hier in der Folge. Und jetzt haben wir schon wieder hier an der Stelle einen Einsatz. Einen medizinischen Notfall. Sehr merkwürdig. Was macht er hier? Apropos sehr merkwürdig. Er dreht einfach auf der Stelle seine Runden. Ja, von mir aus. Die eine DLK lässt noch auf sich warten. Polizei ist jetzt gleich schon vor Ort. Wunderbar, ich würde hier auch nochmal... Komm, wir schicken mal einen weiteren Streifenwagen hin. Wir machen hier auch nochmal zu. Genau. Der stellt sich so hin. Soll einmal umleiten. Brauche ich keinen Polizisten rausholen. Kann man einfach so machen. Ganz schön nah am brennenden Haus geparkt. Wir haben noch Personen im Gebäude drin. Das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich nochmal hier Sachen nachalarmiert hatte. Also nochmal Feuerwehr, damit wir das schneller löschen. Was noch fehlt natürlich, Rettungswagen plus NEF, aber die brauchen nicht lange, weil... Ist direkt hier drüben. Das ist kein Thema. So, mit der DLK müsste man vielleicht mal Personen retten. Während wir mit der anderen DLK schon mal Feuer löschen können. Man kann ja hier auswählen. Normalerweise, wenn da eine Person auf dem Balkon ist, kann man hier einfach die DLK auswählen und dann retten klicken. Also das Maus-Icon zeigt ja immer an, jetzt Person retten. Wenn man aber die Umschalttaste drückt, kann man auch der DLK sagen, ihr sollt da Feuer löschen und nicht die Person retten. Kann man machen. So, die retten jetzt die eine Person darunter, obwohl das Gebäude schon gelöscht ist. Wir haben schon mal eine verletzte Person rausgeholt. Wahrscheinlich haben wir hier noch mehrere verletzte Personen. Müssen wir gleich mal nachschauen. Die DLK kann schon mal wegpacken. Genau, zwei verletzte Personen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Personen hier verletzt sind letzten Endes. Zwei Stück plus vielleicht die Person von der DLK. Ich schicke schon mal einen weiteren Rettungswagen los. Okay, sind doch noch Personen drin. Also drei verletzte Personen. Die Person von der DLK ist nämlich auch verletzt. Und da kommt schon Notarzt plus Rettungswagen an. Jetzt haben wir alle, oder? Jawohl. Das heißt, die Polizei kann da dicht machen.
Super. Lass mal den Notarzt gerade mal mithelfen. Meistens gucke ich ja immer erst, ob wir da wirklich einen Notarzt brauchen oder nicht. Aber ich kann es ja auch dann so einfach nachgucken, was für ein Verletzungsmuster die Person hat. Den brauche ich hier nicht mehr. KTW brauche ich nicht mehr. Polizei brauche ich noch zum Tür zu machen. So, da habe ich den Notarzt hingeschickt. Den Jens Hahn heißt er. Platz unter dem Körper und Kopf, da brauchen wir keinen Notarzt. Ich würde schon mal einen wegschicken wieder. Der soll die Anfahrt abbrechen. Hier, die zwei sind schon startklar, alles klar. Gucken wir mal bei der dritten Person, die stand ja auf dem Balkon oben drauf. Was haben wir hier? Rauchgasvergiftung. Da bin ich mir nicht sicher, ob wir den Notarzt brauchen. So oft hatten wir die Verletzung, glaube ich, noch nicht. Kann sein, dass wir da den Notarzt sogar brauchen. Bin mir nicht sicher. Aber nö. Er ist ja nur ein Notfallsanitäter, er ist ja kein Notarzt. Also brauchen wir da keinen Notarzt. Gut, dann brauchen wir hier überhaupt keinen. Dann kann der auch weg. Gut. Da machen das die Sanis alle alleine. So, da kann der Notarzt schon mal einsteigen bei der hypertensiven Krise. Gehen wir nochmal zum Gebäudebrand zurück. So, dann fahren die alle weg. Tür ist zu. Dann können die auf Streife. Gebrochener Arm. Sind auch jetzt gleich dabei aufzuladen. Dann sind wir hier eigentlich durch. Da brauche ich nichts mehr machen. Die habe ich alle weggeschickt. Das habe ich weggeschickt. Feuerwehr ist weg. Machen wir zu. Abgeschlossen. Gut, hypertensive Krise können wir auch zumachen. Notarzt ist schon eingestiegen. Sunny kommt jetzt hinterher. Zack, bumm, los. Ab Richtung Krankenhaus. Auch fertig. Hier aufgeladen. Somit auch ab ins Krankenhaus. Da haben die hier in der Notaufnahme wieder gut was zu tun. Und ich lasse mal kurz die Zeit schnell laufen, weil wir haben jetzt gerade nichts weiteres zu tun. Wir könnten theoretisch auch einen Einsatz einfach triggern. Aber wir warten einfach ab. Zufallsgenerator lässt dann schon wieder grüßen, wenn wir hier einen abgeschlossen haben. So, ein Rettungswagen ist eingetroffen. Notarzt steht da oben. Rettungswagen und Rettungswagen fahren beide oben hin. Von mir aus. Und hier unten kommt noch einer an. Da freut sich die Notaufnahme, wenn so viele Rettungswagen gleichzeitig eintreffen. TH3, Flugzeugabsturz. Oh. Oh. Flugzeugabsturz hier beim Wasser. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ich hab schon gedacht, Meldung Verkehrsflugzeugabsturz. Heilige Scheiße. So, das war's dann mit der Folge. Nein, Quatsch. Scheiße. Den hatte ich noch nicht hier. Den hatte ich hier noch nicht. Gebrochenes Bein. Der ist neu für mich. Der ist neu für mich. Brennt's hier drüben auch oder raucht's hier nur? Okay, ich würde auch den Kran mal sicherheitshalber mitbestellen. Ich habe keine Ahnung, was ich hier alles brauche. Ich hatte diesen Einsatz noch nicht. Ich schicke erstmal ganz viele HLFs raus, weil hier raucht es überall. Ich habe Angst, dass hier große Feuer ausbrechen. Gut. Dann brauchen wir auf jeden Fall Mann 20. Oder Mann 100. Ja, Gott, wie positionieren wir uns da am besten? Okay, wir haben hier einen Zeugen. Ich muss gerade gucken, wo wir am besten das Zelt hinstellen. Ja, also hier hinten brennt es schön. Ich schicke den GB Sand gerade mal hier mitten rein. Abrollbehälter Mann könnten wir hier hinten noch hinstellen. Leitender Notarzt. Mittleres, nicht mittleres Löschfahrzeug. Der Mannschaftstransportwagen. NEF. NEF. Rettungswagen, die stellen wir erstmal alle hier hinten irgendwo hin. Die muss ich mir dann nach und nach wieder zu den Zelten holen. Wir haben auch hier auf dem Parkplatz sehr viel Platz für Fahrzeuge. Also erstmal hier ein paar hin. Gut, haben wir mal wieder ein bisschen mehr zu tun. Ich muss hier gerade mal pausieren. Ich hatte diesen Einsatz noch nicht. Schade, dass jetzt in der Nacht ist. Wegen der Beleuchtung und so.
Oder wegen der Helligkeit. Oh, das Feuerfahrzeug fährt einfach mal mitten in das Flugzeug rein. Als ich die Meldung eben gelesen hatte, Verkehrsflugzeug, hatte ich schon ein bisschen Panik. Da habe ich aber noch nichts gesehen. Aber dann, na gut. Gebrauchtes Bein haben wir noch reinbekommen. Ich hoffe, ich habe noch Fahrzeuge übrig dafür. So, ich glaube, wir haben aber hauptsächlich nur hier die Brände. Ich habe vielleicht ein bisschen mit der Feuerwehr übertrieben, aber das macht überhaupt nichts. Weil ich kann die dann gebrauchen, die ganzen Leute hier zu transportieren. Die liegen auch schon verstorben da rum. Ich baue hier trotzdem mal Verteiler auf, weil es raucht halt überall gewaltig. Ich kann die Feuerwehrleute dann gut gebrauchen, um die ganzen verletzten Personen in die Zelte zu schleifen. Deswegen schadet das überhaupt nicht. So, die müssen sich mal um die Brände hier kümmern. Weil ich hier oben vielleicht noch mal ein bisschen mehr brauche. Und ich hoffe, dass die mit den Zelten recht schnell hier vor Ort sind. Ich fahre nochmal mit einem anderen Fahrzeug hier hinten hin. Damit ich hier auch ein bisschen besser durchfahren kann. Und hier brennt es auch noch übrigens. Müssen wir dann hier mal mit der Kettensäge vielleicht arbeiten oder halt mit dem Kran. Weiß noch nicht genau, wie wir da vorgehen. Wie gesagt, wir haben hier noch einen Zeugen rumstehen vor der Feuerwache. Da hat die Feuerwache aber Glück gehabt, dass es die nicht getroffen hat. So, nimm dir mal Kettensäge, dass wir hier besser fahren können. Wir haben noch eine Vergiftung reinbekommen im Vergnügungsviertel. Schicken wir auch mal ein Fahrzeug los. Oh, da liegt auch jemand unter einem Trümmerstück. Vor lauter Symbolen sehe ich keinen Hydranten. Egal, macht nichts. Hier, räumt die Person mal frei. Wir hätten hier hinten einen schönen Platz eigentlich für Zelte. Oder halt hier. Wenn der Baum da weg wäre, wäre es noch schöner. Wo ist denn der Eingang? Der Eingang ist dort. Gut. Er hat hier eine Kettensäge in der Hand, dann kann der schon mal loslegen. Hier ist auch noch jemand verschüttet, sehe ich gerade an der einen Stelle. Müssen auch noch das Flugzeug sichten. Mehr Flammen haben wir ja nicht. Wir haben da hinten noch einen Baum. Wir könnten auch mit dem Kran hier arbeiten, aber ich glaube, mit der Kettensäge sind wir ein bisschen schneller. So, Zelt und Zelt. Ich schicke da jetzt gleich mal Notärzte hin, dass wir da schon mal loslegen können. Ah, der hat keinen Platz zum Abrollbehälter runterlassen. Jetzt schon. So, Notarzt. Einer mal dort rein. Und einer mal dort rein. Gut, die Person haben wir gleich geborgen. Das ist schon mal gut. Beziehungsweise nicht geborgen, gerettet, hoffentlich. Da ist auch schon jemand verstorben wieder. Aber hier sind auch sehr, sehr viele... Boah, 10 plus Personen sind noch im Flugzeug drinne. Mehr als 10 Verletzte sind noch im Flugzeug drinne. Ich stelle die Zelte einfach irgendwo hin, wo sie gerade praktisch sind. Das ist nicht realistisch, was ich hier mache. Einfach da, wo sie einen Nutzen für mich haben. So. Ich habe ja noch weitere 2 Notärzte hier. Ich habe ja schon mal angefangen, hier jetzt Leute einzusammeln. Wir haben auch hier schon Zelte startklar. Wo habe ich denn den Gruppenführer von dem Fahrzeug hingeschickt? Nur mal so eine blöde Frage nebenbei. Keine Ahnung. Weil mit dem Gruppenführer würde ich es mir einfacher machen, jetzt hier die Leute einzusammeln. Das Kind lebt, glaube ich, auch nicht mehr so wirklich. So. Also, 3 Leute einmal dort rein, 3 Leute einmal noch in das andere Zelt. Ja, da sehen wir schon die RIP-Zeichen. Das ist nicht so schön. Ja, wir müssten auch anfangen, hier Personen rauszuschneiden aus dem Flugzeug. Wir räumen jetzt hier gerade mal den Baum weg, dass wir da auch so ein bisschen mehr
Platz bekommen. Da sind schon zwei Personen verstorben. Nicht so schön. Ich gebe mein Bestes. Ich gebe mein Bestes. Na komm, da in dem Zelt ist auch noch Platz. So rein damit. Ups, jetzt habe ich da alle aussteigen. Ach, rausgehen lassen aus dem Zelt, das ist nicht gut. So, was fehlt da noch? Da fehlt nichts mehr, da fehlen nur noch Patienten. Gut, dann können wir da auch schon mal Leute reinräumen. Und weil wir so viele Verletzte haben, muss ich auch schon mal anfangen, mit Rettungswagen zu arbeiten. So, der hat den einen Baum da weggemacht. Wir machen den anderen Baum auch direkt mal weg. Ja, hier werden überall die verstorbenen Personen schon hingeräumt. Wir sind dran, wir sind dran. Ah, da schneidet schon einer. Wollte gerade sagen, da müsste noch mal jemand schneiden. Da ist schon jemand am Leute befreien. Gut. Dann weiter geht's. Sind immer noch 10 plus. Immer noch 10 plus. So, da muss noch jemand befreit werden. Da klemmt noch jemand. So, da haben wir nochmal zwei Leute. Die bringen wir gerade mal weg. Hier haben wir noch jemand. Da haben wir noch jemand. Das Zelt ist schon voll. Okay. Wir bringen schon mal die erste Person weg. Ja, ich finde, es sieht gar nicht so extrem schlecht gerade aus. Oder? Klar, es sind schon einige Personen verstorben, aber wie gesagt, da konnte ich ja nichts machen. Die waren schon direkt zum Einsatzbeginn nicht mehr so ganz lebensfähig. Oh, wir haben auch noch eine verletzte Person da hinten unter dem Baum. Sehe ich gerade. Wo habe ich denn den Heini mit der Kettensäge? Da. Dann kann er gerade mal weiterlaufen. Hier hinten weitermachen. Ja, ich muss ja hier weitermachen mit Leute wegbringen. Ich weiß nicht, ob sonst der Platz reicht. Okay, da passt doch noch eine Person rein. Aber ich finde, es könnte trotzdem schlechter sein. Also... klar, wir haben viele, viele Verletzte, aber die meisten sind schon in den Zelten drin. Wir haben jetzt hier noch ein paar Gaffer und Zeugen, die können wir auch schon mal wegschicken. Da haben wir das schon mal erledigt. Wir haben schon einige Bäume weggeschnitten. Haben halt noch viele... okay, das Zelt ist voll. Wir haben aber hier noch ein Zelt, da ist noch Platz drin. Wir können auch schon mal hier die Dingens losschicken. Wo haben wir es denn? War das bei sonstige? Luftaufsicht. Die Luftaufsicht. Wäre vielleicht nicht schlecht, wenn die auch hier wäre. Gut. Haben wir schon mal die zweite Person, die wir wegbringen? Es sind immer noch 8 Personen im Flugzeug drin. Ah, jetzt hat er den falschen Baum da weggeholzt. Alles klar. Das sollte nicht so ganz eigentlich das sein, was er macht. Warum steht da ein Rettungswagen da drüben? Egal, der kann jetzt gerade mal hierher kommen. Oh, stimmt, da habe ich auch noch eine Person. Ich hoffe nicht, dass irgendwas noch im Wasser ist oder so. Ich hoffe, dass der auch gleich den Baum da weg hat. So, wir Zeit für ein Foto nochmal. Mit Zelt. Ja, wir müssten eigentlich hier auch das ganze Stück ausleuchten. Das ist ziemlich dunkel hier. Ich bin ja froh, dass hier nichts weiteres gebrannt hat, außer die paar Bäume da im Hintergrund. Das hätte echt noch ungemütlicher werden können. So, die schicken wir schon mal los. Die können auch schon mal Patient aufnehmen. Gut, 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 gut. Immer mit der Ruhe. Alles wird gut. So, hier hinten können wir auch schon mal Platz schaffen.
Na komm, nehmen wir gerade da einen Patient raus. Hier auch bei der Feuerwache liegen auch Trümmerstücke rum. Wir haben hier drüben noch ein kleines Kind, was Zeuge ist. Ich würde den anderen Baum da drüben jetzt auch noch wegholzen, der da rumliegt. Weg damit. Da liegt auch noch eine Frau. Habe ich noch einen Feuermann übrig gerade, der da mal hinrennen kann? Hoffe, die lebt noch. Die lag lange unter dem Baum. Die habe ich da ziemlich lange liegen lassen. Habe ich übersehen, so ein bisschen. Sind immer noch 6 Personen im Flugzeug. So, ich brauche nochmal einen Rettungswagen. Fahren wir hier vorne hin. Wir haben ja dann nochmal 2 Stück hier. Ich habe jetzt gerade nochmal ein paar nachalarmiert. Und krieg auch gleich nochmal einen frei. Oder 2. Ich sammle die erstmal so ein bisschen nebenan. Hier haben wir die Flugunfallsuntersuchung. Hier brauchen wir einen Notarzt. Gut. Hab ich noch irgendwie notarztmäßig was? Da hatten wir noch ein Fahrzeug. Da haben wir noch ein Fahrzeug. Ich brauche einen Notarzt. Oder wir heben halt gleich die Notarztbekleidung auf, weil da brauchen wir auch einen Notarzt. Ich glaube in dem Fall, weil wir so unglaublich viele Verletzte haben, wenn wir mal die Notarztbekleidung aufheben bei dem einen oder anderen Fahrzeug mit dem leitenden Notarzt. So, du weiter rausschneiden. Es sind immer noch 5 Personen. Immer noch 5 Stück im Flugzeug. Ich würde auch schon mal den Bestatter rufen. Ich weiß jetzt nicht, welcher da kommt. Der Großraumbestatter. Okay, das passt ganz gut. Weil wir haben hier leider ein paar mehr Verstorbene. So, schicken wir auch nochmal ins Zelt rein. Beziehungsweise wir können ihn auch, dass er nicht so weit laufen muss, in das Zelt reinschicken. So, also, Notarztbekleidung aufgehoben bei dem. Bei dem anderen machen wir es genauso. So. Okay. Soweit, so gut. Soweit, so gut. Wie viele sind noch drin im Flugzeug? 4 Stück immer noch. Krass. Was können wir denn hier drüben untersuchen? Keine Ahnung, den Baumstumpf. Also der Polizist will da irgendwas untersuchen. So, da haben wir auch die Notarztbekleidung aufgehoben. So, also. Weiter geht's hier hinten mit dem Rausschneiden. Die Flugunfalluntersuchung, die kann sich schon mal das Flugzeug angucken. Dann haben wir das auch schon mal. Wir haben ja den Lichtmast. Komm, bau den mal auf. Und sonst noch irgendwo Lichtmast dort drüben. Machen wir auch mal ein bisschen hell hier langsam. Besser spät als nie. So, dann haben wir das Fahrzeug noch. Dann haben wir noch Rettungswagen und Rettungswagen. Fahren wir aus mal dorthin. Der NRW ist auch hier mit am Start. Ich könnte vielleicht mal die Leute hier wegschicken, aber gut. So, immer noch ein paar Leute da drin. Ja, ich würde jetzt schon mal hier rein aus Respekt die Verstorbenen wegbringen. Die müssen ja nicht hier rumliegen. Und da drüben brauchen wir auch noch einen Bestatter. So, komm, nächste Person aufnehmen. Oder nächstes Kind, was da jetzt, glaube ich, gerade hockt. Naja, hier haben anscheinend mehrere gestapelt. Na dann, brauchen wir auch nochmal einen Bestatter. Aber heftiger Einsatz. Krass. Ja, muss man sich wirklich so ein bisschen konzentrieren hier. Geht schon einiges rund. So, wir haben da wieder einen Platz frei. Also, ab ins nächstgelegene Zelt.
Wir können auch hier drüben schon mal anfangen mit Personen weiter wegbringen. Diebstahl. Ein Diebstahl, das fehlt mir jetzt gerade noch. Haben wir da Polizeiwagen in der Nähe? Natürlich nicht. Die sind alle sonst wo. Keine Ahnung, wo die alle sind. Aber nicht da, wo ich sie gleich brauche. Na dann. So, das eine Zelt mache ich schon mal leer. Ist ein gutes Zeichen. Ist ein gutes Zeichen. Ja, ich glaube fast, dass ich hier dann noch die Stadtreinigung brauche und so. Würde ich jetzt auch einfach mal hierher holen. Dass ich die auch schon mal vor Ort habe. Genau, Flugunfallsuntersuchung. Das Einheit war ja auch schon da. Dann haben wir hier noch den ITW. Der NRW kann dann auch los. Das hat die jetzt dabei. Gebrochener Arm ist natürlich ein bisschen blöd für den NRW, aber gut. Hauptsache, wir kriegen die Person weg. Ich hätte jetzt noch einen Notarzt frei, falls wir brauchen. Also, da haben wir noch was. So, Bestatter ist auch gerade da. Da kann die Person gerade mal mitnehmen. Da liegt auch noch eine verstorbene Person, sehe ich gerade. Unter dem Zelt. Ich habe aber keine Bestatter mehr. Upsi. Haben die auch noch einen Lichtmast? Nee, haben sie nicht. Schade. Ich frag mich, was der Polizist da untersuchen wollte. Hier auch. Der will irgendwie jeden Baumstumpf sich angucken, der vom Flugzeug anscheinend kaputt gemacht wurde. Ja, gut. Von mir aus. Muss die Fluggesellschaft für jeden Baum noch bezahlen. Das muss alles dokumentiert werden. Da kommt die Stadtreinigung. Jetzt noch, haben wir noch einen Kleinbrand reinbekommen. Ich würde jetzt auch mal einen Einsatzstopp hier reinmachen. Das sind jetzt nämlich eh schon bei einer guten Folgenlänge. Und hier habe ich gerade die Frage, wie komme ich denn da dran? Von hier vielleicht. Gut. Diebstahl habe ich komplett verdrängt. Ist die Polizei da mittlerweile angekommen? Die ist da angekommen. Gut, dann hinterher. Los geht's. Ich denke mal, mit der Stadtreinigung kriege ich vielleicht diese großen Brocken hier weg. Oder auch nicht. Ah, da drüben den Brocken kriege ich weg. Und hier bei der Wache auch. Okay, nur den auf der Straße nicht. Kann ich das mit dem Kran machen? Nö. Gut, hier brauchen wir einen Notarzt. Wir haben ja noch einen da. Der kann ja gerade mal mit. Da haben wir noch 4, 5, 2. Da haben wir auch noch eine Person. Oder auch noch ein Kind. Das war aber jetzt die letzte. Das letzte Kind, was wir da gerettet haben. Gut. Ich weiß nicht, mit wie vielen Abschleppern wir jetzt dieses Flugzeug hier wegholen müssen. Keine Ahnung. So, wir haben hier auch noch zwei Rettungswagen stehen. Fahren wir gerade mal vor. Beziehungsweise machen wir mit beiden erstmal hier hinten das Zelt leer. So. Dann haben wir hier alle für das Zelt hier vorne. Ich weiß, ich parke die Fahrzeuge die ganze Zeit nicht realistisch. Aber darauf lege ich keinen Wert, ehrlich gesagt. Es muss funktional sein. Das habe ich so. Gut, der Brocken ist weg. Da hinten haben wir noch so einen Brocken rumfliegen. Das Kind bringen wir jetzt hier in das Zelt rein. Dann können wir eigentlich schon mal anfangen, das ein oder andere Feuerwehrfahrzeug wegzuschicken. Würde ich fast mal vorschlagen. Einfach, dass wir so ein bisschen mehr Übersicht wieder reinbekommen. So, da ist ein Notarzt drin, das heißt, die können los. Machen sie auch direkt. Der Bestatter kann auch weg, der Bestatter kann weg. Ein Bestatter kommt jetzt nochmal hierher. Das ist wieder der Großraumbestatter. So, er hat irgendwie keinen aufgenommen, aber er sollte eigentlich. Jetzt habe ich den aber auch schon wieder weggeschickt. Mal gucken, ob das gleich wieder Probleme gibt. So, hier brauchen wir noch 6 Stück. Für das Zelt. Die ich jetzt auch erstmal hier hinstelle. Irgendwo. Und dann, wenn ich sie brauche, dann ziehe ich sie zum Zelt hin. So. Da haben wir auch noch 2 verletzte Personen. Aber keinen weiteren Rettungswagen mehr frei. Wir könnten theoretisch einen Hubschrauber holen, aber ich glaube nicht, dass von dem Patienten jetzt so irgendjemand fliegen möchte. Jetzt habe ich den schon wieder hier außer Acht gelassen. Mann. Ihr kennt's ja. Die Diebstähle, die geben bei mir immer so ein bisschen unter.
Ich hoffe mal, die können einen Verteiler da irgendwo hinlegen, weil hier an die Seite legen ist zu eng. Das weiß ich, das funktioniert auf jeden Fall nicht. Hier hinten ist ein bisschen Platz. Müssen wir so machen. Von hier würde es nicht reichen. Bis da hinten gehe ich mal davon aus. Ist ein Versuch wert, so. So, fahr einfach mal hier vorne an die Straße, dann müsste der eigentlich hingelaufen kommen. Ah, läuft die Nase ein bisschen. Eieiei, ich werde krank. Es geht zu Ende mit mir. Ja, momentan ist ja sowieso wieder so eine Krankwerdzeit, oder? Überall, wo man momentan hört, krank, krank, krank. Kleine Schwester ist auch krank mit einer Krippe. Ganz schlimm momentan wieder. So, da brauchen wir einen Notarzt. Habe ich noch einen gerade zur Verfügung? Ich glaube nicht. Wobei, Zelt ist leer. Ich habe einen. Wo ist der Notarzt? Da. Dann kann der gerade mal da mitfahren. Genau, ich hätte ja auch noch einen Notarzt. Stimmt, da ist auch noch einer. Dann können wir das Zelt auch wegräumen. Dann können wir die hier eigentlich schon mal wegschicken. Ja, da wird's doch langsam. Kann man fast wieder den Kreisel benutzen. Gut. Untersuchen wir mal den nächsten Baumstumpf. Oh nein, das habe ich ja gar nicht gesehen. Wollte gerade sagen, wollte das Flugzeug hier vielleicht eine Notwasserlandung machen und ist dann irgendwie drüber geschossen. Oh nein. Da ist ja auch noch ein... Ach du Kacke. Wo ist denn der... Habe ich den Feuermann schon weggeschickt mit dem... mit der Kettensäge? Ich bin schockiert. Aber richtig. Wir haben da hinten noch einen Baum liegen. Baum und ein Triebwerk. Und noch ein Zeugen. Das wollte bestimmt hier notlanden auf dem Wasser, eine Notwasserung machen. Und dann irgendwie drüber geschossen. Was schneit denn jetzt hier gerade vom Himmel? Fällt mir gerade erst auf. Keine Ahnung. Gut, ja, dann müssen wir auf jeden Fall nochmal einen Polizisten hinschicken. Hab ich hier irgendwo noch einen? Da habe ich jemanden festgenommen, okay. Gut zu wissen, habe ich gar nicht drauf geachtet. Keine Zeit gehabt, darauf zu achten, auf sowas. Habe ich hier sonst noch irgendwo Polizei? Nee, habe ich nicht. Ich würde hier fast einen Streifenwagen einfach hinterschicken. Sollen wir mal gucken, ob er hier hingefahren kommen kann irgendwie. Zum Glück hat es da hinten nicht gebrannt. Ich habe da hinten nicht geschaut. So von der Landeschneise, ob da noch irgendwo was ist. Hätte auch böse nach hinten losgehen können. Sie bräuchten hier theoretisch noch einen Notarzt. Einen habe ich noch da. Den könnte ich hier gerade mal hinschicken. Wo haben die denn den festgenommen? Haben die den festgenommen? Sind die schon wieder... Ach, da. gar nicht gesehen. Okay. Ich denke mal, dass wir wahrscheinlich auch das Triebwerk da hinten noch untersuchen müssen. Genau. Da schicken wir gerade mal die Flugunfalluntersuchung hin. Beziehungsweise die Flugunfalleinheiten. So, der Abschlepper kann schon mal das Flugzeug in einem Stück aufnehmen. Das ist ein sehr, sehr guter Abschlepper. Der kann das. So ein Flugzeug wiegt ja nichts. So. Komm, ich schicke jetzt einfach mal hier Rettungswagen hin und dann leer machen mit dem... Oder das Zelt so schnell wie möglich leer machen. Da brauchen wir, wie gesagt, noch zwei Rettungswagen. Da habe ich, glaube ich, noch keine weiteren alarmiert. Mal gucken, ob die hier einen Weg hinfinden. So, der kann wegfahren. Sehr schön. So, die haben sich um den Gaffer oder Zeugen gekümmert. So, ich wollte jetzt einen Feuerwehrmann da nochmal hinschicken und den Baum wegkloppen lassen. Oder schicken wir einfach den Kran da schnell hin. Weiß nicht. Ach komm. Habe ich noch irgendwo jetzt einen Feuermann? Ich hatte doch, glaube ich, irgendeinen schon ausgewählt und habe den gesagt, komm, du nimm dir mal irgendwo eine Kettensäge. Aber ich weiß nicht, wo der hingerannt ist. Kannst du dir auch eine Kettensäge nehmen?
Tu mir mal den Gefallen. Irgendjemand soll sich mal eine Kettensäge nehmen. Spannungspneumothorax. Oh Gott. Alles klar, weiß Bescheid. ja. Das heißt, ich brauche da hinten auch nochmal einen Abschlepper dann. Für das Triebwerk. Oh, hier braucht man doch noch einen Hubschrauber. Okay. Hab gehofft, wir kommen ohne Hubschrauber klar, aber nein, war nicht der Fall. War nicht der Fall. Na dann. Rettungshubschrauber kann hier gerade mal bei der Feuerwehr landen. So, ist auf dem Weg. Dann können wir das Zelt gleich leer machen, hätten dann theoretisch auch nochmal einen Notarzt zur Verfügung wieder. Machen wir hinten das Zelt noch, das eine, das machen wir auch direkt mal leer. Dann können wir da auch wegpacken, die Zelte wegmachen und so weiter und so fort. Dann geht es doch langsam vorwärts, hat alles ziemlich lange gedauert. Er hat die Kettensäge, super. Dann rennt da einer jetzt hin. Muss ich mit der Stadtreinigung noch irgendwas wegräumen oder so? Ach, da ist der andere mit der Kettensäge. Stimmt, den hatte ich ja da hingeschickt. So, Flugunfalluntersuchungsgedöns. Muss irgendwas noch untersucht werden von denen? Ich glaube nicht, oder? Beweis untersuchen. Die Polizei muss also noch Beweis untersuchen. Da ist noch ein Baumstumpf. Der Hubschrauber kann dann da mal landen gerade. Die haben die letzten zwei Patienten rausgenommen. Super. Dann können wir anfangen, die Zelte wegzuräumen, wenn wir die leer machen. So und so. Können wir den Abräumbehälter wieder aufnehmen. Dann können wir hier auch den Mannschaftswagen wegschicken. Da kommt der Hubschrauber schon. Dann können wir hier gerade mit dem Rettungswagen mal hinfahren. Da brauchen wir Notarzt. Gut, wir haben noch den einen oder anderen jetzt übrig. Wie sieht es eigentlich beim Krankenhaus gerade aus? Ist da viel los? Geht eigentlich. Könnte schlimmer sein. War schon mal schlimmer. Gut, ich meine, der größte Schwung ist, glaube ich, schon eingetroffen gewesen. So, Hubschrauber ist gelandet. Gerade einmal umladen und gut ist. Der Abschlepper hat auch das Triebwerk aufgenommen. Wunderbar. Raucht noch ein bisschen beim Wegfahren. Passiert, nicht schlimm. Die zwei können auch mal wieder zurückgelaufen kommen. Der kann auch los. Die anderen zwei sind auch los. Ja, nice. Wir sollen die Unfallstelle noch reinigen. Das heißt, irgendwo müsste noch was sein, was wir wegräumen müssen. Aber ich weiß noch nicht so genau, was. Ah, da ist noch ein Baumstumpf. Den müssen wir noch mit der Polizei untersuchen. Ich könnte mir halt vorstellen, dass wir das noch reinigen sollen, aber das irgendwie habe ich das Gefühl, das funktioniert gerade nicht. Ich kann da auch nichts mehr weiteres machen dran, deswegen bin ich so ein bisschen überfragt. Vielleicht habe ich irgendwo wieder was übersehen. So, der Rettungswagen kann wieder zurück. Brauchen wir nicht mehr. Der Notarzt kann auch schon mal wegfahren. Kriegen wir hier langsam ein bisschen Ordnung rein. Ein bisschen. Wer macht nur so ein bisschen Gedanken hier? Unfallstelle reinigen. Beweise untersuchen haben wir jetzt. Fahrzeugwachs abschleppen, Straftäter festnehmen und abtransportieren. Gut, ich schicke die Polizei mal weg, weil die haben den Straftäter drin. Hubschrauber hebt auch wieder ab. Ich wüsste nicht, was wir hier noch reinigen sollen. Das ist gerade mein Problem. Ah, ich habe die eine Stelle nicht aufgehoben. Jetzt. So. Die Landestelle.
Ich hatte kurz gedacht, vielleicht wenn das Triebwerk weg ist, dass das dann als aufgeräumt gilt, aber nein. Vielleicht hier die Sachen? Brauchen wir da noch die Polizei nochmal für? Aber Beweise haben wir doch alle untersucht, oder? Das haben wir alles untersucht. Die Flugunfalluntersuchung, die haben auch alles untersucht. Ich bin ein bisschen überfragt. Ich hätte mir vorstellen können, dass man das vielleicht wegräumen muss. Normalerweise müssten wir hier irgendwo das Symbol sehen. Jetzt ist nur noch die Unfallstelle reinigen offen. Aber ich weiß halt nicht was. Also ich sehe nichts mehr zum Reinigen. Nichts, was ich anpacken könnte. Mit der Polizei dürfte auch nichts mehr sichtbar sein. Verletzte sind auch schon alle weg. Das heißt, da ist auch nichts mehr. Kann natürlich sein, dass da natürlich auch ein Fehler drin ist oder so. Oder ich, wie gesagt, übersehe irgendwas und habe irgendeinen Punkt vergessen, was ich machen müsste. Aber wenn wir hier drüber gucken, es geht nur noch der Punkt Unfallstelle reinigen ist offen. Ich habe hier kein Symbol mehr zum Reinigen. Ich habe hier drüben... Ah, da! Da ist es! Objekt gefunden. Ich glaube, das war's. Boah, das ist auch fies versteckt da hinten. Deswegen wollte ich jetzt nochmal Schritt für Schritt alle Abteile hier durchgehen. Und das war's. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wie viele Leute waren verstorben? 5, 6 Stück? Von was weiß ich wie vielen? Ein paar 20 wahrscheinlich. Krass. Unglaublich krass, also den Einsatz hatte ich wie gesagt noch nicht. Ich hatte den Flugzeugabsturz auf der Autobahn einmal gehabt, glaube ich, mit Dominik mit dabei im Multiplayer. Ansonsten, den hatte ich noch nicht. Der war neu. Krass. Ja, aber ich finde, es hat gut geklappt. Die Personen, die verstorben sind, die waren auch meiner Meinung nach, bis auf bei der einen Frau unter dem Baum, da bin ich mir nicht sicher. Ansonsten waren alle schon verstorben, als wir angekommen sind, so wie es aussah. Die anderen haben wir alle ins Krankenhaus gebracht, also sind wir damit gut durchgekommen und somit bin ich soweit eigentlich zufrieden. Ich frage mich nur, was ist Rieseltier vom Himmel? Funken oder so? Nee, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Sehr cooler Einsatz, war sehr spannend. Ich musste mich halt leider sehr konzentrieren da an der Stelle, damit wir die Leute so schnell wie möglich in die Zelte reinbekommen. Hat zum Glück gut geklappt mit den Zelten. Wir haben sehr schnell wirklich gearbeitet mit der Feuerwehr. Es hat zum Glück auch nicht ganz so viel gebrannt, nur hier hinten ein bisschen. Das konnte ich ein bisschen außer Acht lassen, konnte einfach die Feuerwehr hinschicken, gut war's. Und ja, cooler Einsatz. So, ich würde jetzt aber sagen, wir kommen zum Ende der Folge. Ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Falls ja, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Ich finde, der Einsatz hat auf jeden Fall eine Bewertung verdient. Und falls ihr neu seid auf dem Kanal, dann würde ich mich natürlich sehr über ein Abo freuen. Und ja, gerne auch den Kanal mit der Mitgliedschaft unterstützen. Wer möchte, kann auch gerne den Discord-Server beitreten. Würde mich auch sehr freuen. Und ja, wer auf der Suche ist nach günstigen Spielen, einfach mal in die Videobeschreibung reinschauen. Da ist ein Affiliate-Link zu unserem Partner Instant Gaming. Wenn man über den Link Spiele kauft, dann kann man sich die Spiele günstig und legal kaufen und gleichzeitig den Kanal ein bisschen unterstützen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.